Sektor 4, Platteninneres. Innerhalb der Platte befinden sich zahlreiche bewegliche Durchgänge, die beim Bau ursprünglich als Arbeitsbühnen verwendet wurden. Einige davon sind schon alt und defekt. Ja, ich glaube, das ist wieder so ein Hinweis, den ich mir jetzt merken sollte. Mahlzeit, und herzlich willkommen zurück zum Final Fantasy 7 Remake. Letzte Folge so ein bisschen müde gewesen und nicht so in der Stimmung gewesen. Ich hoffe, man hat es nicht so gemerkt. Das Internet hat nicht ganz funktioniert. Jetzt funktioniert es aber wieder. Ich habe es irgendwie wieder zum Laufen gekriegt. Und ich setze mich hier nochmal hin, nämlich nochmal kurz was sage. Und zwar, ist es hier jetzt schon wieder der zweite Versuch. Meine Elgato ist gerade schon wieder ein bisschen abgekackt. Das Bild war schon wieder so ein bisschen leicht pixelig, kriselig, verschwommen, verzerrt, etc. pp. Keine Ahnung, was da los ist. Waren jetzt aber nur 2-3 Minuten, die ich jetzt weitergelaufen bin. Deswegen weiß ich jetzt schon so ungefähr, wo ich hin muss. Und was ich erledigen muss, kürzen wir das halt alles mal ab. Ne? Ja, wie gesagt, ich hoffe, die Elgato bleibt jetzt stabil. Keine Ahnung, was da schon wieder Phase ist. Vielleicht sollte ich dann meinen Arbeitsspeicher mal ein bisschen aufmotzen. Von 8 auf 16. Ohne Netz und doppelten Boden. Sei still und lauf rüber. Genau, stell dich so tuckig an. Das sagt sich so leicht. Na gut, wir holen uns hier noch eine Kiste. Jetzt einen super Trank und dann gehen wir da auch rüber. Und ich hatte eben schon... Okay, ja, gehen wir gleich hin. Und ich hätte es eben schon gesagt, es sieht leider hier unten, je weiter man zur Seite guckt, desto mehr, weiß ich nicht, finde ich, sieht es tatsächlich aus wie einfach nur ein flaches, plattes Bild. Ein flaches Universum da unten. Das einfach nur ein Hintergrund ist. Ne, so eine... Ja. Es hat auf jeden Fall... Sieht nicht so 3D-mäßig aus, wie es noch in der Nacht aussah. Was ist denn los mit dieser Elgato? Ich habe mir einen Schluck aufgehabt gerade. Ich hoffe, das ist jetzt halt nicht so schlimm und ich hoffe, das bleibt jetzt auch erstmal so. Ich spiele erstmal kurz weiter und hoffe das Beste. Ne, dass das so bleibt. Bitte. Ich werde dir sehr verbunden. So, jetzt hat man eine Mogri-Medaille hier. Dann gehen wir eben mal da die Leiter auf. Da oben ist nämlich noch ein Schatz. Ziemlich cool aus hier mit diesem gleißenden Licht. Hoffe, dass das nicht gesund, dass das gesund ist, was wir hier machen, wenn wir hier hochklettern. So, nochmal 3 Heiltränke. Super. Hier oben ist ein Schalter. Keine Ahnung, was damit passiert. Hallo? Der Schalter für diesen Strahler? Der Schalter für diesen Strahler? Für welchen Strahler denn? Ich habe keine Ahnung, Cloud. Aber wir gehen mal wieder runter. So, Alter, Kamera. Sie macht mir einen Strich durch die Rechnung. So, Mädels. Ob der Schalter da geht? Mal gucken. Sagst du noch was, Barrett? Nein, ich probiere mal. Nach Abschnitt G. Kaputt? Da ist kein Strom drauf. Wir könnten es da oben mal versuchen. Ja, machen wir es mal, oder? Sehen wir nach. Wir versuchen es mal. Zum Kontrollraum begeben, machen wir. So, und ab dem Punkt bin ich jetzt wieder on point, sage ich jetzt mal. Ob das Tor gar nicht benutzt wird? Ich glaube, hier oben verirrt sich generell niemand bei Verstand hin. Aber ja, irgendwer muss die Anlage doch warten. Tja, okay, gehen wir hier hoch. Macht man ja nicht, ne? Hier pfeift alles aus dem letzten Loch. Hoffentlich gehen die Geräte noch. Bestimmt. Was ist das denn alles? Ach, das sind diese... Das sind die Strahler. Die Strahler. Haben wir hier noch irgendwas anderes? Nee, ne? In Event of Power Shortage. Ja, okay. Sieht irgendwas aus wie Fahrstuhl. Stromversorgung unzureichend. Hat keinen Zweck. Hier, seht mal. Notfallprotokoll bei Strommangel. Bei unzureichender Stromversorgung Höhenstrahler ausschalten.
Mit den Höhenstrahlern sind bestimmt die Sonnen in den Slums gemeint. So nennen wir die Lichter zum Ausleuchten des Slums. Ah. Kurz gesagt, wenn wir das Licht da ausschalten, geht das Tor auf. Aber was sollen die Leute in Sektor 4 ohne das zusätzliche Licht machen? Sobald wir den Reaktor in die Luft jagen, gehen die Strahler so oder so aus. Ja, hast recht. Gehen wir zurück. Ja, ich weiß auch schon, welchen Strahler. Anscheinend wird der ganze Strom hier für die Sonnen der Slums verwendet. Entweder das, oder kein Schwein kümmert sich um die Wartung der Anlage. Könnte ja auch das sein. Das Licht erleichtert uns das Leben. Aber wenn man an all das Marco denkt, das dafür nötig ist... Ja, dann ist es natürlich nicht so toll. Gut, wir gehen wieder zurück. La 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 la. Ich denke mal, ich muss jetzt da oben die Sonne ausschalten. Wow. Das ist hier die Sonne, ne? Hier aus sieht man erstmal, wie riesig so eine Sonne ist. Ah, okay. Und der Schalter ist natürlich am Ende der Leiter. Wie? Ja, ich habe ihn noch schon gesehen. Noch das ist eine Sonne nach hier. Oben. Ja, krass. Ich übernehme das. Okay, wir warten. Was für hier ein. Eine fette Glühbirne. So, ja. Das ist der Schalter. Jetzt kannst du ihn auch betätigen, ne? Cloud, ist klar. Na also, hat geklappt. Alter? Danke, Cloud. Was war da gerade los? Alter, was ist hier los? Warte mal ganz kurz. Ich muss hier mal kurz Pause machen. Hier ist gerade ein schwarzer Bildschirm aufgetreten bei mir. Irgendwie ist was, ich glaube, mit der Elgato muss ich noch mal ganz kurz was gucken. Ja, also wir sehen uns gleich wieder. So, ich glaube, jetzt sollte es funktionieren. Ich habe mal das HDMI-Kabel getauscht. Entweder ist es im Arsch. Ich glaube, ich werde es auch direkt wegschmeißen. Das hatte irgendwie hinten an der PS4, wenn ich da dran gewackelt habe, gab es irgendwie diese Bildausfälle. Keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall ist jetzt ein neues Kabel dran und ich hoffe, das passiert jetzt nicht nochmal. Ich hoffe jetzt auch, die ersten 6 Minuten sind jetzt nicht so schlimm. Ey, Cloud, du sollst wieder runtergehen. Jetzt nicht so super schlimm und asynchron, außer halt auf die ein, zwei Bildausfälle. Sorry. So, weiter geht's. So, damit werden wir in Abschnitt gehen. Ja, sehr schön. Von hier aus geht es zum Reaktor. Diese Netze. Tja, wieder auch diese komischen hier Viecher. Hat sich ganz offensichtlich jemand gemütlich gemacht. Tja, wer weiß, was sich hier sonst noch alles eingenistet hat. Auf dieser Scheißplatte. Ja, gucken wir mal. Nach G kommt H, genau. Sieht echt widerlich aus. Habe ich ja letzte Folge schon gesagt, ne? La, 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 la. So, kämpfen! Was für ein mickriges Empfangskomitee! Je weniger, desto besser. Los geht's. Volle Kraft! Bis hier verbrannt. So, ich hatte ja letzte Folge schon gesagt. Wegen diesen. Pause, erstmal weg. Wegen diesen. Analysekram, ne? Kannst du, wenn du so nett bist, mir einfach noch mal in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so ist, dass man einmal im Kampf die Analyse dann benutzt und dann quasi alle Gegner auf einmal schon analysiert hat. Das wird es auf jeden Fall unbedingt für mich leichter machen. Wegen dieser Nebenquest-Kram da, ne? Wäre vielleicht ganz cool, wenn du mir das mal eben kurz erzählen würdest. Weiß ich von ihr nicht aus. Was sind das? Was soll denn das sein? Eier? Essen? Eingesponnene Soldaten? Hier Huch. Kommen wir nicht drüber. Nee. Bleibt nur. Achso, die andere da. Richtung zu nehmen. Dann gehen wir doch da lang tiefer. Was hältst du davon? Boink, 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 boink. Da hinten ging es aber, glaube ich, auch noch rüber, ne? Wo nee, da sind wir hergekommen. Jupp, sind wir hergekommen. Also wie lang? Außer Betrieb? Sicher auch wegen Strommangels. Kann uns doch nur recht sein. Ich beschwere mich jedenfalls nicht. Hier, Barrett. So, kann ich wahrscheinlich im Kampf gerade wechseln, ne? Ja. Da sind die doch. Sie wollen doch angegriffen werden. Meiner Meinung nach. So, haben wir hier noch irgendwas in der Ecke? Ja.
Irgendwas bewegt sich hier. Ich höre doch was. Wer ist denn das? Ist das dein Gewehrarm, Barrett? Seht mal da oben. Die ganzen Abgase werden einfach in die Slums geleitet. Sind es die Abgase, die diese Kreaturen anlocken? Ja, wahrscheinlich. Ja, genau wie in den Tunneln. Angezogen vom Marco, das Schimmer abbaut. Ach ja, schön. Ich finde das cool, dass man die ganzen alten Gegner hier wieder sieht und irgendwie auch so ein bisschen, dass die Gegner so ein bisschen Background haben. Das finde ich ganz cool. Die Entstehung und so. Dass sie sich hier eingenistet haben von Mako-Leben und so. Giftmüll. Ja, super! Können wir eigentlich mal benutzen. Bei irgendeinem Gegner, der bioanfällig ist. Vielleicht bei Rufus oder so. Da war ja giftanfällig, glaube ich. So, Abschnitt G untere Ebene. Natürlich erstmal, ich habe die Minikarte schon mal ausgeschaltet, ne? Was ist denn? Ach, das ist ja auch cool. Achso. Ja, cool. Man kann auch komplett blind rumrennen. Das finde ich super. So, entweder kann man da, ne? Nimmt sich so ein kleines Ding, damit man so ungefähr weiß, wo man dann halt hinlaufen muss. Oder man kann halt die Karte einschalten. Oder man läuft halt blind. Was ich eigentlich auch ganz cool finde. Hätte ich jetzt erst so richtig gemerkt. Nach 8. Folge. Aber macht ja nichts. Besser spät als nie. So meine Devise. Okay, gehen wir wieder hoch. Haben wir zwei Seiten, die wir abklappern können. Aber hier sind wir jetzt. Da sind wir runtergekommen, ne? Genau. So, da. Und da waren wir, glaube ich, schon, ne? Oder? Nee, noch nicht. Tja, wir gehen mal darüber und kämpfen einfach mal. Lalalala. Gefährliche Sache. Sollen wir die nächste Lampe ausschalten? Wahrscheinlich, ne? Hallo! Mein Einsatz. Materiegewitter hat ihn diese Stufe erreicht. Ring. Wenn man in einem Labyrinth ist, muss man nur fest daran glauben, dass man den Weg hinausfindet. Der Satz ist aus einem Bilderbuch, oder? Ja, Mädchens Lieblingsbuch. Sie hat es so gern, dass ich es schon in- und auswendig kann. Ja, vielleicht hätten wir Marlene mit herbringen sollen. Das Leben ist ein Labyrinth. Ich habe es ihr auch schon oft vorgelesen. Ja, das Leben ist ein Labyrinth. Ah, da war ich so unrecht. Da ist die Kiste. Sweet. Allheilmittel. Ich glaube, wurden wir gerade von diesen Viechern eingesponnen? Wurden wir da verlangsamt? Jetzt weiß ich auch, wo diese Viecher aufgetaucht sind. Klingelt's wieder. Dann natürlich auf den Bahnschienen. Im Original. Wo man da auch hier zu dem Reaktor hinläuft. Da sind die auf jeden Fall aufgetaucht. So, da sind noch Kisten. Die kann man kaputt schlagen. So. Und dann laufen wir jetzt einfach mal hier weiter. Nächster Punkt. Vorsichtig. Da liegt eine Materie. Eine blaue. Die erste blaue. Oh. Na toll. Alles okay, Cloud? Ja. Die Katzen machen schon wieder Krach hier. Hast wohl auf die Materia geschielt, was? So nah und doch so fern. Ja, so nah und doch so fern. Der Weg von vorhin ist nun auch versperrt. Mhm. Ach, irgendwo kommen wir schon weiter. Ich möchte aber gern die... Wir müssen wohl einfach weitersuchen. Ich möchte dahin. Vielleicht finden wir ja auch einen Weg zu dieser Materia. Ja. Da würde ich gerne hin. Lass mich mal ganz kurz mein Elbenauge schweifen lassen. Ist hier irgendwo eine Leiter zu sehen? Was sagt denn die Karte? Das ist Abschnitt H. Vielleicht kommen wir da irgendwie anders hin. Kommen wir da? Genau, wir sind da runter, oder? Ich gehe jetzt da mal die Treppe hoch. Vielleicht finden wir sie, kriegen wir sie irgendwie. So. Lasst uns nochmal den Weg überprüfen. Da unten.
Da kommen wir hin, indem wir darüber gehen. Vielleicht. Oder auch nicht. Oder halt da hinten rüber gehen. Irgendwo. Kriegen wir schon hin. Wo sind wir jetzt eigentlich? Mal sehen. Wir wollen zum Reaktor und der liegt hinter Abschnitt H. Ja. Unser Problem? Von hier scheint kein direkter Weg dorthin zu führen. Na, dann müssen wir halt einen Umweg in Kauf nehmen. Den würde ich mir gern sparen. Irgendwie müssen wir doch dahin gelangen. Blöd. Da an der Wand entlang. Lasst es uns einfach mal versuchen. Immer mit an der Wand. Mit einem Orientierungspunkt klappt's bestimmt besser. Hm, da hast du recht. Also steuern wir diese riesigen Lüftungsschächte an? Wenigstens sind die schwer aus den Augen zu verlieren. Ja, hast recht. Der Weg zu Abschnitt H. Seht mal, der Ventilator da. Als würden die Gase sich auflösen, wenn man sie einfach nur wegpustet. Das ganze giftige Zeug zieht runter in die Slums. Ach, da hinten. Ja. Ja, kriegen wir schon irgendwie hin, ne? Da ist eine Kiste, die machen wir erstmal auf. Zweimal Gegengift, sehr gut. Ja. Da, ich darf jetzt die andere Materie, da hinten will ich hin, ne? Ja, da gehen wir irgendwie jetzt hier links rum. Gleich. Die können wir eigentlich dann gleich nochmal... Alter, was ist los? Ich bin immobilisiert. Nee, noch nicht. Gleich. Ich will noch analysieren erstmal. Hä? Ich bin ja immobilisiert. Ach nee, ich schlafe. So, jetzt Analyse. Blumen! Blitz und Wind. Anfällig. Okay. Und Schwert anfällig. Ich muss auf jeden Fall gleich meine Potion wischen. Gar nicht mal schlecht, Tifa. Da staunst du, was? Klar, ich staune immer über dich, Tifa. Alter, schon fast 100 Potions, ne? Können wir erstmal genügend trinken. Gut. Weiter geht's. Links wollten wir lang, ne? Hier steht schon wieder so ein komisches Geschütz. Ich hab Angst. Und da auch. Und diesen Kisten. Mokri-Medaille, mein Gott. Gucken, ob wir den irgendwo finden. So, geradeaus. Da ist eine Kiste. Die will ich auch noch haben. Natürlich. Aber wie kommen wir da hin? Und zwar von da. Wie kommen wir da hin? Hier will ich noch nicht lang. Oder muss ich wahrscheinlich lang, ne? Okay, die Substanz liegt immer noch da hinten. Da. Das heißt, wir müssen irgendwie hier rüber. Da hinten sehe ich einen Übergang. Aber den habe ich vorhin auch schon gesehen. Ah, guck mal. Da lang. Genau, das wäre, glaube ich, das Nebending. Da ist Leiter, da ist Leiter. Ja, ja, okay. Ich glaube, wir sind auf Kurs. Hoffe ich mal. Nicht, dass wir hier unten auch noch rumrennen müssen. Ih, da schleimt was raus. Oh, seht mal. Vielleicht kommen wir auf das Rohr da oben rauf. Ja, klar kommen wir darauf. Nee, oder? Barrett. Warum denn nicht? Vor den anderen. Schön vorsichtig. Immer nur nach vorne. Nicht runterkommen. Na, jetzt habe ich runtergekommen. Oh Gott. So, ja, cool. Kommen wir doch vorbei? Junge, bei dem Dröhnen wird man ja taub. Das sieht schon cool aus gerade. Ich doch nicht. Passt gut auf, dass ihr beiden dünnen Hühnchen nicht weggepustet werdet. Oh, Barrett, guck nach vorn und lauf. Ja. Mir nach, Leute! Die Dünner haben wenigstens nicht so eine Angriffsfläche. Okay. Wow, ganz schön zugig hier, was? Bisschen zu zugig, finde ich. Schön vorsichtig, okay? Klar. Cool gemacht.
sieht das Rohr hier sehr komisch aus. Hier sieht es wieder gut aus. Da fehlen irgendwie so ein bisschen, also nicht die Texturen. Naja, lassen wir das Rohr mal etwas eckig. Da am Lüftungsschacht. Wo denn? Lüftungsschacht? Hab's nicht gesehen, tiefer. Ich kann auch die Kamera nicht wegschalten. Wo war denn da was? War da was? Puh, irgendwie haben wir es heil auf die andere Seite geschafft. Der Stress hat mich gerade Jahre Lebenszeit gekostet. Wie komme ich denn da hin? Obwohl, höchstens ein paar Sekunden. Irgendwie muss ich das Ding ausschalten. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da hin? Höchstens von der anderen Seite oder so, ne? Oder wenn die aus sind. Ich kann da ja auch nicht hingehen, oder? Nee, hier werde ich zurückgehalten. Doof. Da liegt auf jeden Fall eine Beschwörung. Na, mal gucken. So. Weiter geht's. Auf jeden Fall auf Kurs Richtung Nebenquest hier, auf die blaue Materie dazu. Ich hoffe, wir kommen an die rote da noch ran. Oder wir müssen später wiederkommen, kann ja auch sein. Was ist jetzt mit los mit euch hier? Ich bin da. Und ihr? Kommt ihr mit? So, ich hoffe, das fällt jetzt nicht wieder runter. Barrett, bleibt mal locker. Da vorne ist schon Abschnitt H. Jetzt bloß nicht ausrutschen. Ist das der Lift, zu dem wir müssen? Der Hauptlift. Ja. Da. Das muss er sein. Mhm. Ho, ho, ho. Da gibt's eine Bank zum Ausrasten. Ich hab was gesagt, aber ich will hier noch links lang. Das muss er sein. Dieser Hauptlift, von dem Biggs gesprochen hat. Er müsste dort irgendwo warten. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Schon wieder. Dafür braucht es wohl drei der Strahler. Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier. Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. Gut. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da. Ja, der da. Die Sonnen, die die Schatten der Slums erhellen. Sind das Licht Shinras, das den Weg in eine Zukunft des Wohlstands weist. Bitte was? Hast du es auswendig gelernt, Tifa? Das ist der Werbeslogan, den der Direktor über die Sonnen der Slums von sich gegeben hat. Tja, wenn es mit Shinra überhaupt eine Zukunft gibt, dann ist sie finster wie die Nacht. Na dann machen wir die Lichter mal aus. Ich würde aber gern immer noch da hinten hin, ne? Da müssen wir auch noch. Das merken wir uns mal. Kann ich hier irgendwas machen? Warnung, Stromversorgung unzureichend. Ah, okay. Erst müssen wir die Strahler ausmachen. Ach, das ist der Hauptlift, ne? Ist das jetzt der Hauptlift oder da hinten? Ich will noch kurz mich umgucken. So, das ist das Panel, genau. Und das ist der Hauptlift? Ist das der Hauptlift? Ich glaube ja, ne? Passiert genau dasselbe wahrscheinlich, ne? Warnung, ja. Stromversorgung unzureichend. Ja. Wir müssen wohl erst die Strahler ausmachen. Machen wir das. Sonst können wir ja hier uns nicht wegbewegen. So, das ist ein Kran. Hier. Was ist denn das schon wieder für ein komisches Geräusch? Oben? Über uns? Irgendwo klingt es irgendwie, als ob da irgendwer rumschmatzt. Bist du das etwa da draußen? Gerade am Mittagessen? Abendessen? Oder so? Tüte Chips essen? Hätte jetzt auch Bock drauf. Aber jetzt nicht am Nachmittag. So, da. Da kommen wir nicht rüber. Also gehen wir hier hoch.
armselig. Ah, da sind die Schmatzer. Was? Keine Chance. Verschwende. Bring wir's hinter uns. GUT. Schmatzer erlegt. So, hier können wir jetzt Lichter ausmachen. Mhm. Gibt's hier noch irgendwo was? Nein. Da, der Schalter. Das Licht ausmachen. Na dann, Licht aus. Hier war doch eine Truhe noch, ne? Ja, irgendwo. Da hinten auf der anderen Seite. Naturellement. Ja, machen wir gleich erstmal Truhe. Gott, es ist hier, wenn du hier irgendwo ein Folgenende machst und dann drei Tage die spielst, da weißt du ja gar nicht mehr, wo du warst und wo du nicht warst. Geht ja gar nicht. So, jetzt Schalter. Laut, Schalter. Vielleicht fährt denn jetzt schon mal einer. Stromversorgung wird wiederhergestellt. Wäre Strahler Nummer 1. Superb. Jetzt noch die beiden Strahler da. Achtung! Abwehrsystem wird hochgefahren. Wusste ich's doch. Das Abwehrsystem. Das hat jetzt auch wieder Strom. Ist doch egal. Das verschrotten wir und dann auf zum Reaktor. So, kriegen wir hin, Barrett. Kein Problem. Strahler Nummer 1. Wir lassen mich durch, danke. So, Abwehrsystem war hier schon. Barrett. Ach, Barrett. Nein? Hä? Jetzt ist Barrett. Das war's schon. Finde ich auch. Das kann ja heiter werden. Ja, die Abwehrsysteme laufen leider auch wieder. Sagtest du bereits, Cloud? Kann man jetzt noch was? Nee. Gibt's hier einen Schalter? Nein. Da auch nicht. Und was ist das jetzt hier? Moment. Oh, die Stege lassen sich anscheinend bewegen. Das ist gut. Dann machen wir das doch. Achso. Ah. Toll! Muss unser Glückstag sein! Da hinten können wir es auch nochmal hinbewegen. Ja, mal gucken, sind ja immer noch auf dem Weg? Wo war das jetzt? Strahler? Irgendwo da hinten, ja, ne? Besser, wir behalten unser Ziel im Auge. Zum Glück sind die Dinger wenigstens schwer zu übersehen. Ah, ich weiß nicht, ich hoffe, ich kriege hier alles, was ich mir holen will. Hier sind wir auf jeden Fall Richtung... Oh. Wo? Dann übernimm. Hier kommt Baron, zack, weg! So, warte mal. Kann Cloud schon? Nee, kann er nicht. Analyse. Hippocamp. Sehr gut. Das kommen wir zu Cloud. Lass mich mal. Hätte. Was ist da los mit ihm? Hört ihr auch nochmal auf? Los geht's. Es ist aus. Kann man den mal irgendwie mit der Magie fertig machen? Der dreht sich gerade mal. Ne, das war der andere. Was ist denn da los mit dem Scheißviech? Okay. Wer sich dreht, ist Barrett mal dran. Nahkämpfer. Fernkämpfer. Besser ist es. Hochkriegmedaille. Mein Gott, wie viel kann man denn hier finden im Spiel? 1200? So, wo bin ich jetzt hergekommen? Ich glaube von hinter mir. Ich hoffe es. Okay, das hier
Kerl geht's nicht rüber. Aber wir sind unserer blauen Materie auf der Spur. So gut wie. Da geht eine Leiter runter. Okay, ich gehe erstmal die Leiter runter. Da müssten wir eigentlich jetzt zu dem Ding hinkommen, ne? Jupp. Hoffentlich. Ach, immer noch nicht. Da hinten liegt sie. Da, glaube ich, ne? Ja, da unten. Hier gibt es auch einen Lift. Hier gibt es auch einen Lift. Ist richtig. Oh, da hinten. Da liegt noch was. Wie komme ich denn da hin? Kann der jetzt schon. Hat er jetzt schon Saft? Warnung, Stromversorgung und so. Oh, fahren die jetzt. Fahren die echt erst? Wenn wir den ausmachen, sollte es gehen. Ah, okay, gut. Das wäre ja echt kacke gewesen, wenn wirklich alle erst ausgeschaltet werden müssen, um halt einen oder alle zu bewegen. Das wäre mies. So, machen wir den aus. Das ist ganz cool, dieses Nachglühen noch. Sieht voll fett aus. Strahler Nummer 2. Nur noch dieser Strahler da. Das Licht am Ende des Tunnels. Mhm. Hier kommen wir in die untere Ebene. Ja, da will ich auch hin. Sind das da unten die Slums von Sektor 4? Ja. Willst du mal hin? Ich führe dich gerne rum. Macht ihr euch gar keine Sorgen? Hey, nun sei mal nicht so. Mach dir mal nicht ins Hemd. Wie komme ich denn da hin? Haben wir. So, jetzt, ich will doch aber runter. Wir haben eine Menge Sonnen ausgeschaltet. Die Welt braucht nur da, eine Sonne. Das muss runtergefahren werden. Schinras dreckige Technologie lang. Ist kein Ersatz. Da muss man was runterfahren. Das heißt, wir müssen da hinten irgendwo hin. Irgendwie hinkommen. Da unten. Da mit dem Fahrstuhl fahren wir runter. Oh Gott. Nochmal schnell analysieren. Ich weiß nicht, ob ich die schon analysiert hatte. Aus der Bewegung. Mein Einsatz. Haben wir noch was wollen? Ach, da hinten. Alter, es geht. Das wird wehtun. Ich könnte auch mal wieder ein bisschen mehr Zauber benutzen, ne? Gar nicht mal schlecht, Tiefer. Warum lobt er eigentlich immer nur tiefer? So, die Leiter geht's gleich hoch. Ich will erstmal hier lang. Als wären wir im Kreis gelaufen. Mal sehen, wo ist der letzte Strahler? Ich interessiere mich gerade nicht. Ich will nämlich mit diesem Fahrstuhl nach unten fahren. Aha. Der letzte Strahler. War ein ganz schöner Umweg hierher, was? Ach so. Hier haben wir keine Wegmarkierungen. Und Jesse und Wedge sind auch nicht da, um uns zu helfen. Ja, wie Bix wohl reagiert, wenn er hört, warum die beiden nicht mitgekommen sind. Er macht sich immer so viel Sorgen. So, da Kiste. Und hier geht's dann runter. Vielleicht. Haben wir das dann. Genau, da geht's zum Strahler. Ich gehe mal hier die Leiter runter. Das müsste hoffentlich die Leiter sein, die ich hier gesucht habe. Soll das werden? Ein Ausflug? Ja, wir machen einen Ausflug. Ich bin mal nicht so. Das ist schon mal ein guter Hinweis darauf, dass wir hier die Substanz gleich bekommen.
schaffen wir. Uns hält niemand auf. Alter. Boah, kein Ding. Volle Konzentration. Alter, wieso hat er denn nicht angegriffen? Ich mach mal. Nee, ich wollte kein Schwertstoff. Ich wollte Magie. Ich wollte Barrieren einfach mal machen. Alter, konnte der ganz schön die Sau. Meine Fresse. Dann. Nur Schwertsturm. Sehr gut. So, die war anfällig gegen. Ich weiß es gar nicht mehr. Eis, ne? Genau. Und zwar gegen Eisra. Dann machen wir so fertig, ne? Haben wir nochmal hier so einen Mutangriff oder so? Genau. Hallo! Alter, ich muss unbedingt einen Heiltrank trinken. Was war denn da los? Und ich muss mal unbedingt ein bisschen besser im Kämpfen werden. So. Noch was hier? Nee, ne? So, betätigen. Oh, alles Gute kommt von oben. Ja, das ist sie. Und vielleicht fällt dann die Materie jetzt runter. Achso. Kann noch ein bisschen wackeln hier, dass die runterfällt? Oder kann man die auch ganz nach oben fahren? Achso. Ah! Haha! Haha. So geht das, Jungs. Komm ich da jetzt ran? Ha, jetzt komme ich ran. Sehr gut. Was haben wir denn da? MP-Boost, na gut, den haben wir schon. Aber nicht. Ist ja nicht schlimm. So, jetzt. Jetzt. Holen wir uns endlich diese andere Materie. There. Endlich haben wir sie. Was für ein Umweg. Element Affinität. So nah und doch so fern. Nebenstory abgeschlossen. Aha. Ich wollte jetzt Menü. Ich wollte mal ganz kurz gucken. Hier drin sind Gegner, weiß ich nicht mehr. Blitz, sollen wir vielleicht was gegen Blitz ausrüsten? Ich guck mal. Die Eisenklinge da. Substanz, Materie, Dreieck, genau. Was haben wir? Ausweichhund, Umschlag. Wir machen mal hier das hier rein. Er verleiht dem der Ausrüstung oder der Waffe das Element der verbundene Materie. Bei Waffen erhöht sich die Elemente elementare Attacke bei Rüstung die elementare Resistenz. Wenn mehrere Materie eingesetzt sind, ist nur der Effekt der ersten gültig. Kann man die Materie Glut, Frost, Gewitter und Luft verbunden werden. Gut. Dann versuchen wir mal Gewitter mit. Ach, wir können sie nicht verbinden. Verdammt, wir haben noch keine Verbindungsslots. Na gut, dann ist das erstmal eh hinfällig. Hauptsache, wir haben sie. Wir haben noch gar keine Verbindungsplatz. So ein Mist. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Lalala, 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 lalala. War nur ein kleiner Ausflug. Aber ich möchte gerne noch an diese Beschwörungsmaterie da dran rum. Ich weiß noch nicht wie. Alter! Kann sogar schnell die Leiter hochklettern. Wenn man sprinten drückt. So, da ist der letzte. Machen wir mal aus! Aber hier können wir noch was runterfahren. Müssen wir wahrscheinlich, um da rüber zu kommen. Liegt da oben noch was drauf? Sehe ich nicht. Dann lassen wir mal kurz hier hingucken. Hier liegt nichts. Nichts versteckt.
Keine Truhe. Nix. Schade. Ja, dann wir wird das müssen die Stege so platzieren, dass wir zum Strahler kommen. Achso, jetzt geht's hier noch. Das ist ja jetzt mal überhaupt nicht schwer gewesen. Gibt's hier noch irgendwas, wo man woanders hätte hinsteuern können? Nee, ne? Lassen wir's. Dann lassen wir das. Wo? Wo denn? Wo denn? Da denn? Da denn? Los geht's. Tschüss. Ich zähle auf dich. Er hatte, glaube ich, die Feuerdienst, ne? Nee, tiefer war das mit Eis, ne? Aber die waren ja auch schwach gegen die. Achso, das war's schon. Gut, ich muss auch echt mit den Charakteren ein bisschen switchen. Ich muss das ein bisschen mehr verinnerlichen. Aber das ist halt. Ja, weiß ich nicht. So ein bisschen die Final Fantasy-Krankheit, wenn man das mal so sagen darf. Zumindest wenn man in einem guten Level ist. Sag ich jetzt mal, bei den alten Spielen, da hast du meistens immer noch angegriffen. So wie ich es ja eigentlich auch in meinen anderen Let's Plays mache. Da benutzt du dann irgendwie selten nur noch Zauber. Nur wenn es irgendwie drauf ankommt oder irgendwelche Kniffe du irgendwie machen möchtest. Mal jetzt mal in die Ecke gucken hier. Ja, natürlich gibt es da einen Schatz. Also es ist zumindest nicht bei allen vielleicht die Krankheit, aber es ist so meine magische Armreif. Cool. So meine Krankheit. Also ich versuche dann immer nur anzugreifen. Wo man es auch mal vielleicht anders machen könnte. So, der Armreif. Wollen wir mal gucken. Hier. Ist auch nur zwei Slots und die sind auch nicht verbunden. Aber gibt uns physische Abwehr mehr und magische Abwehr. Um 23 sogar mehr. Na komm, den rüsten wir mal aus. Ja, die Substanzen sind gleich automatisch mit reingesprungen, ne? Habe ich das richtig gesehen? Ja. Ja, cool. Das ist auch gut, dass das automatisch gleich mit rüber ploppt. Nice, okay. Jetzt drücken. Turn the lights off. Carry me home. So, alle drei Strahler sind aus. Perfekt. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Müsste. Gut, also zurück zum Abschnitt H1. Jupp. Machen wir gleich. Hier in der Ecke gab es nichts mehr. Hoffentlich ist Jessys Verletzung nicht allzu schlimm. Wenn wir Shinra ordentlich zusetzen, ist das die beste Medizin für sie. Ja, auf jeden Fall. Da hast du recht. Zum Glück bist du für Wedge eingesprungen, Cloud. Ja, natürlich. Ich bin für Wedge eingesprungen, nicht für Jessie. Ach, danke. Ich dachte die ganze Zeit, ich wäre für Jessie eingesprungen, weil sie sich verletzt hat. Naja. So, mir fehlt jetzt nur noch diese komische Aufrufmateria, ne? Wo treffen wir uns denn mit Vix? Am Durchgang zum Makoreaktor. Vix meinte, er hätte Pläne von A bis Z gegen die Langeweile. Bei unserem Tempo kommt er sicher nur bis Plan G. So, drücken wir hier. Da-da-da-da-da. Dann sind wir da, wo wir hin wollten. Gefasst, Reaktor. Wir kommen. Ich würde gern da hinten noch, aber. Was ist denn das da hinten? Kommen wir da hin? So, ich muss gerade mal ganz kurz hinschielen. Da. Ach, da sind wir lang gegangen, ne? Genau. Ja, sehe ich jetzt auch nichts weiter, wie man da hätte irgendwie anders hinkommen können. Hm. Also, falls ich die Materie jetzt verpasse oder so, ne, oder nicht nehmen kann aus Gründen, die ich vielleicht gerade nicht rausgefunden habe, dann kannst du mir vielleicht in die Kommentare schreiben, wie oder was da, wo es halt dran gelegen hat.
Das wäre ganz cool. Ansonsten nichts schreiben, bitte. Kann ja sein, dass ich vielleicht später noch kriege oder so. Oder du sagst einfach, du kriegst es später. Dann, das reicht mir schon. Dann bin ich glücklich. So, jetzt hier. Anschalten. Oder gibt es hier noch irgendwo... Stromversorgung wiederhergestellt. Lift-Elektronik wird aktiviert. Vielleicht sind das... Neustart die... abgeschlossen. Lift okay. Betriebsbereit. Ah! Nee, ich will noch nicht drauf. Auf Nimmerwiedersehen. Ich will noch nicht drauf. Ich will noch nicht drauf. Ich will nicht drauf. Ja, geh wieder runter. Geh wieder runter. Geh wieder runter. Hier. Gucke. Hab selber rausgefunden. Ich dachte, das wäre der Hauptlift. Genau, Barrett. Ja, wieder ein Hinweis darauf, dass wir nicht auf dem Hauptweg sind. Was okay ist. Kletter, 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 Cloud, kletter, Cloud. Wartungsmodus des Ventilationssystems aktiviert. Bitte greifen Sie jetzt auf das Terminal zu. Mach ich doch sofort. Aber erstmal holen wir uns hier die Chocobo-Musik. Elektrik der Chocobo, okay. So, und ich setze mich nochmal ganz kurz hin, regeneriere mich. Sehr gut. Sie ist ja schon mit der Chocobo-Musik geweckt. Die Steuerung für die Lüftung? Yes. Ja. Wechseln Sie auf. Wartungsmodus des Ventilationssystems. Ah. Bitte heben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die Sperre über das Terminal auf. Okay. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Eine Minute. Ich krieg keiner unter. Okay, runter. Oh, noch eine Zeitlimit jetzt hier, okay. Übernimm du. Wurde schon ungeduldig. Nein. Achso, Alpha Laser ist auch noch da. Okay, Barrett hat die da oben ausgeschaltet. Also. Okay. Hui! Sperre aufgehoben. Zugriff danke. Autorisiert. Danke. Also dann. Haha. Hab es. Was haben wir denn da? Chocobo und Mokri. Frag mich, was da für eine Espa drin steckt. Ich auch. Ja. Chocobo und Mokri. Eigentlich erst auf der Chocobo-Farm. Aber wollen wir mal nicht so sein. Ja, also ist klar. Mussten sie jetzt ja hier ein bisschen früher einfügen, weil, keine Ahnung, wann man hier überhaupt zur Chocobo-Farm kommt, ne? Aber jetzt aber mal andersrum. So gesehen hat man ja im Original auch erst die erste Beschwörung nach, keine Ahnung, 7-8 Stunden oder so bekommen, ne? Da war das dann gleich nochmal ein ganz anderes Feeling. So, boah, was ist denn das jetzt? Eine rote Materia? Hm? Was kommt denn da raus? Ach, was, eine Beschwörung? What? Es war halt so ein eine kontinuierliche Steigerung, wo man dachte, okay, nach 8 Stunden kann ich eh nichts mehr schocken. Kommen auf einmal noch mehr. Okay, gut. Haben wir das. Freue mich. Chocobo. Ja, am Stissel. Chocobo und das meine ich irgendwie mal. Muss ja, nee, nicht Pause. So kann ich, während wir hier fahren, nicht ins Menü oder was? Scheint.
Jetzt kann ich, ist klar. Wir nehmen dann mal Chocobo-Küken nehmen wir mal raus und machen Chocobo und Mokri da rein. Also es gibt auch, glaube ich, dann hier kein Substanzwachstum mehr. Sehe ich das richtig? Zumindest bei den Beschwörungen nicht. Could that be? So, jetzt runterfahren. Da. Drück das Knöpfchen. Ich glaube, wir haben alles hier, ne? Jetzt haben vielleicht nicht alle analysiert, alle Gegner, aber ist jetzt hier. Hier wird der Planet gefoltert. Da drin wird uns der Geruch von Marco entgegenschlagen. Macht euch drauf gefasst. Ja. Wie riecht denn Marco? Hört ihr das? Der Reaktor ruft uns. Schnell. Schneller. Komm zu mir. Ja, Barrett. Machen wir ja. Okay. Mal schnell in die Ecken geguckt. Ja, kennt's ja. Nix. Weiter geht's. So, wir werden nochmal kämpfen müssen, ne? Opa. Ja, super. Genau gegen die Wand geschossen, Barrett. Ganz klasse gemacht. Aber du solltest eigentlich eher da oben sehen. Nein. Nein. Anders. Nein, nicht tiefer. Nicht Cloud. Barrett. Ja. Aua. Alter. So, halt, stopp. Hat er noch nichts? Gut. Barrett kann mal... Steht an der Wille Schockschuss. Auf. Genau. So, jetzt kann Cloud nochmal eben hier analysieren. Wenn wir die nicht schon alle haben. Hier den Alpha-Laser haben wir, glaube ich, noch nicht, ne? Aber ist ja egal, wir haben ja dann eh alle. Zack, 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 zack. Weiter ausweichen. Ich wollte ausweichen. Etwas zu spät. Ich würde gerne nochmal das andere Ziel ansehen. Limit. Granate. Ich glaube, den hebe ich mir auf. Für schlechte Zeiten. Tiefer kann mal hier ein bisschen Blitz regnen. Das Blitzra. Beschwörung läuft. Mal gucken, wen wir hier beschwören. Beschwören wir doch mal gleich was, oder? Kann noch mal irgendwas Heiliges hier nehmen. Ich will gerade nur die Beschwörung noch mal angucken. Obwohl. Kaktor. Den haben wir noch nicht gesehen. Gucken wir uns mal an. Tausend Nadeln, tausend Nadeln, tausend Nadeln, los! Mal gucken, was er da macht. Er ist bei Fertigkeit, tausend Stacheln. Ah, okay. Boah, hier, gleich auf den da. Alter! Tausend Stacheln. 10.000 Stacheln! Alter! Ist ja gut! Lol. Okay, ja, den Kampf... Ja, diesen Kampf, ja, wie gesagt, der war... Ich musste ein bisschen was ausprobieren und gucken. Hier noch irgendwo was? Nee, ne? Die Kisten da hinten habe ich jetzt, glaube ich, habe ich die kaputt gemacht? Mein RPG-Herz lässt es nicht zu, dass ich einfach so weiterlaufe. Cloud runter! Danke.
Ich komme gleich wieder, Jungs und Mädel. Jung und Mädel. Ja, sie sind kaputt. Verdammt. So, jetzt geht's hoch. Jetzt hoffe ich, dass wir hier... Und meine Elgato macht schon wieder Zicken. Die hakt. Sie hakt schon wieder. Ich glaube es nicht. Ich glaube, ich muss schon mal erst mal kurz die Aufnahme beenden und dann machen wir hier gleich weiter. Ich bleib nochmal hier unten stehen. So, Boys. Und Girls. Hä? Tifa sitzt mir gerade auf den Schultern. Guck mal. Ja, wie gesagt, eben noch schon wieder Schluck aufgehabt. Die Elgato, ich bin nochmal zu den Kisten hinten zurückgegangen. Da war ich natürlich schon. Also hat uns da, so gesehen, hoffentlich nichts gefehlt. Ich nehme jetzt gerade mal das Stück hier gerade mit OBS auf. Ich hoffe, ich sehe schon, dass da auch wieder so ein kleines Leck vielleicht drin ist. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ansonsten muss ich, glaube ich, meinen Elgato nochmal auseinandernehmen. Hier nochmal alle Kabel ab, nochmal alles dran machen. Um, ja, das dann vielleicht etwas komisch, dass niemand versucht, uns besser hinzukriegen. In Midgar wird alles von Shinra überwacht. Bemerkt hat man uns garantiert. Warum hast du denn nicht eher was gesagt? Hätte doch nichts geändert. Wir wussten, dass das ein Drahtseilakt wird. Jetzt balancieren wir weiter. Augen zu und durch. Plattentrennwand Innenbereich. Muss ich sowieso gleich Folgenende machen. Von daher passt das ganz gut. Also hier nochmal ist jetzt quasi also als Test. Ich habe auch gespeichert eben nochmal, falls das jetzt auch hier nichts wird, dass ich da nochmal eben anfange, wo ja die letzte Folge Moose war. Wenn die Folge Moose war, dann hörst du es eh nicht, was ich erzähle. Also. Ja, langsam wird's ernst. Langsam sind wir hoffentlich mal da. Noch eine Mokri-Medaille, Svidivit. Train. Okay. Ach ja. Gut. Immerhin. Noch eine Folge geschafft. In der Mittagspause. Auch wieder mit Schluck auf hin und her. Eigentlich wäre ich schon mit Sicherheit fertig und bei der Bearbeitung und weiß der Geier, aber ja. Diesmal nicht. Aha. Gnade! Cloud? Wo sind Jesse und Wedge? Erzähl. Angeblich sind ein paar Kriminelle vom Zug gesprungen, haben Shinra auf Trab gehalten. Hier ging es dafür umso ruhiger zu. So konnte ich in Ruhe den Weg zum Reaktor auftun. Hey, Biggs! Ich wusste auf dich, es war los! Wo sind die anderen? Biggs? Also Jesse wurde verletzt. Oh nein. Klappert munter wie immer. Alles gut. Danke fürs Einspringen. Nun, ciao. War jedenfalls eine gute Idee, den Zug nach Sektor 4 zu nehmen. Der Großteil des Wachpersonals ist jetzt dort. Und ihr könnt euch in Ruhe um Reaktor 5 kümmern. Bisschen schwer zu erklären, aber hier hinter liegt das gute Stück schon. Einen engeren Gang hast du wohl nicht gefunden, was? Auch noch Sonderwünsche. Und hier sind die Seilwinden, wie besprochen. Na? Du hast wirklich ganze Arbeit Alter. Gelastet, mein Junge. Wir sehen uns später, okay? Logo. Sturmgewehr. Nice. Legt mal eure Seilwinden an. Macht sie ordentlich fest, damit ihr sie nicht verliert. Am Ende unserer Mission seilen wir uns mit denen nach unten ab. Wir schaffen das. Natürlich. Ja, warum auch nicht? Ja, gut. Waffenfertigkeiten lernen. Finde deine Waffe regelmäßig, um deine Geschicklichkeit im Umgang mit ihrer jeweiligen Waffenfertigkeit zu steigern. Indem du bestimmte Voraussetzungen erfüllst, kannst du die zu Geschicklichkeitsboni erhalten. Erreiche deine Geschicklichkeit für eine Waffenfertigkeit den Maximalwert. Kannst du den Fertigkeit auch dann verwenden, wenn bla bla bla. Habe ich auch, glaube ich, schon mal vorgelesen. Kapitel 7. Mako fängt man... Mit Mako fängt man Ratten. Wir brauchen mehr Licht. Herr Direktor, dürfte ich an die Krawatte? Beeilt euch, ihr Trottel! Na
das riechen. Riecht ihr das auch? Jetzt wird's ernst. Gleicher Aufbau wie im letzten Reaktor? Ja. Sind fast am Reaktorkern. Dann los. Ja, aber in der nächsten Folge erst. Der nächste Problemkern erwartet uns dort. Und wahrscheinlich auch Lord Airbuster. Schauen wir mal. Würde mich freuen, wenn du mich dann wieder begleiten würdest hier bei Final Fantasy 7, dem Remake. Sorry nochmal dafür, dass die Folge so ein bisschen auseinandergeht. Ach, für dich ist es eine ganze Folge. Für mich ist halt wieder blöd mit der ganzen Schnippelei und so. Aber na gut, ich hoffe, das legt sich jetzt demnächst. Und ich wäre ganz cool, wenn dieser OBS-Kram hier funktioniert. Ansonsten muss ich nochmal echt alle Kabel abmachen. Ja, das sind meine Probleme, sollen meine Probleme sein. Vielen Dank auf jeden Fall hier, dass du mit dabei gewesen bist. Hab erstmal wieder schönen Tag, schönen Abend, schönen Nacht, wann du das auch siehst. Lass dir Essen schmecken, etc. pp. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Also, mach's erstmal gut. Tschüss!